Ja, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Escape Dead Island auf dem Weg zum Geofarm Komplex. Mein Name ist Ruffy aus der Gaming Community Black Casual EU. Und ja, in der letzten Folge vom Blitz getroffen, oder zumindest fast, hatten wir auch dieses schicke, ich hoffe, ich kriege das ein bisschen hier rein, dieses schicke Armeemesser hier gefunden. Welches wir jetzt hier vorne, ist das die Richtung, die wir müssen? Ja. An diesen Kollegen hier gleich nochmal testen werden. Und los geht's. Zack. Jawohl. Fertig. Wunderbar. Also, ein Stich und das Ding ist tot. Oh. Das ist wieder echt abgefahren hier. Oh, okay. Da kommen sie wieder hier aus dem Himmel gefallen. So, jetzt müssen wir einmal schauen. Das werden wir wahrscheinlich eh nicht hinkriegen. Die gucken alle in die Richtung. Oder? Ja. Na komm. Zumindest den einen hier mal. Genau. Du darfst schon mal kommen. Los. Oh nein, ein Screecher mit dabei. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh, verdammt, verdammt. Ah, im Schwung holen hat er uns dann doch erwischt. Okay. Ah. Ja, Mensch, schade. Ist doch gar nicht, was haben wir denn in der Waffe? Haben wir noch 12 Schuss? Ja, das 12 Schuss könnte zumindest, glaube ich, für diesen Screecher reichen. Haben wir zumindest mal den aus dem Kampf genommen. Dann kann er keine neuen mehr holen. Das wäre, glaube ich, schon mal ganz gut. So, jetzt müssen wir aber hier wahrscheinlich nochmal den, der da krabbelt. Ja. Krabbelt, sage ich schon. Der da gerade am Snacken ist. Get some rest. You look dead tired. So. Hier so drüber kletter. Na, doch lösen wir den Event auch aus. Nehmen wir mal die Waffe. Heiliges Kanonenrohr. Also ich wieder mit der Knarre. Das ist ja... Wir wären keine guten Freunde. So. Ja, diese Aufstehanimation könnten sie aber auch ein bisschen fixer machen. So. Okay, ich schätze, ich bleibe einfach bei der Axt. Ich werde das gar nicht erst groß probieren mit der, Pistole. Moment. Ja, ich bin mir noch unschlüssig. Jetzt laufen wir erstmal wieder hin. Und dann werden wir ja weitersehen. So. Ein bisschen Gas geben hier. Tja. Zu langsam geguckt. So, nehmen wir doch mal die Waffe. Das ist dann der, der direkt hier dann ist. Deep breath, clear mind. Okay, so. Das kleine Gekrütze, das sollten wir so hinbekommen. Ah.
Get some rest. You look dead tired. So, Nummer 1. Jetzt haben wir hier noch so einen Spucker. So, einmal exekutieren. Beeil dich aber bitte. Ich glaube, der Spucker steht gleich wieder auf. Okay, super. Den haben wir in Stücke gehauen, den Typen da. So, weiter geht's. Gut, auch wieder zweimal gestorben. Ich stelle mich wahrscheinlich total bescheuert an in dem Spiel. Es gibt bisher so ein paar Stellen, wo ich, ja, naja, doch zeitig das Zeitliche gesegnet habe. Naja, man ist ja dann zum Glück nie so weit weg von, ja, von diesem Platz daneben, wo man dann letztendlich gestorben ist. Von daher ist das ja alles noch im Rahmen. So, hier immer noch nicht durch. So, das Chio Farm Labor. Ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich das Gebäude sein, in dem wir ganz am Anfang mit diesem Ninja-Typi rumgerannt sind. Also gehe ich zumindest mal davon aus. Und der hat ja dann da etwas versteckt, bevor er dann... Oh, da vorne ist wieder ein Zombie. Ist oben auch wieder irgendwas? Nee, ne? Nee, sieht gut aus diesmal. Oh, aber da vorne... Genau, schön weiter essen. Ich bin nicht da. Achso, hier würde ich jetzt nicht runterkommen, oder? Ach doch, hier. Yeah. So. Und schön hier von hinten anschleichen. Ja, also dieses Kampfmesser ist echt genial. Echt super, dass ich das gefunden habe. Erleichtert das Meucheln noch ungemein. So, da ist er. Der Chio Farm Komplex. Und dort müssen wir jetzt dann in das Labor rein. Ah, hier sind noch ein paar Zombies. Hier vorne rechts ist einer. Der sieht mich nicht, wenn ich hier hinter den Kisten bin. Da ist noch ein Spucker. Genau, einmal du. Dann nehmen wir den da drüben. Das sollten wir eigentlich auch ohne Probleme bekommen. Ah, prima. Und jetzt noch hier den Spucker da vorne. Irgendwo höre ich es doch. Ah, da oben. Oh, shit, 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 shit. Ich da so außen rumlaufe. Also ich würde ihn jetzt ungern abknallen wollen. Ich habe eh so wenig Munition. Wir könnten einmal hier noch rüber. So, mal hier noch schauen, was hier so gibt. Jetzt hat er mich schon entdeckt, ne? Pistolenmuni und was ist das? Ah, ein Wissenschaftsdiplom. So, wunderbar. Okay, sonst gibt es hier nichts mehr groß. Der hat wieder aufgehört zu... Oh, was ist das hier? Können wir irgendwas aktivieren? Schaltschrank. Ah. Aha, okay. Der ist jetzt nach da drüben abgelenkt. Coole Sache. Jetzt müssen wir hier nur noch hochkommen. Na gut, lassen wir ihn stehen, was soll's. Wir haben bestimmt noch die Möglichkeit dazu bekommen, ihn umzunatzen. So, kann ich das da aufheben? Das sah immer so in der Munibox aus. Erfordert Hebelaxt. Okay. Schauen wir mal hier.
Ja, ich würde auch ganz einfach total chillig vor der Tür stehen bleiben. Dreh dich doch mal um. Sorry, figured you needed a hand. Ah, Xian Mei. I wanted to give you something. What for? For giving me the chance to help a friend. Wait, well, what? Na, immerhin haben wir jetzt eine Schrotflinte. Coole Sache. Wie viel Schuss haben wir mit der? Ah, 8 plus 5, ja, sehe ich das richtig? Ja, 8 plus 5. Okay, so. Und wo ist sie jetzt hingegangen? Sie kann ja hier nicht durchgegangen sein. Das hätten wir ja mitbekommen. Ja, das ist das Labor, das wir von der ersten Folge kennen. Ich glaube, wir behalten hier mal unsere Axt. Das, glaube ich, da liegt noch was rum. Ah, da ist noch... Oh, hier ist auch noch... Pritzel, Pritzel. Ich bin in den Labs und ich werde finden, was sie arbeiten, um dich zu retten. You won't be able to figure that out without me. Tell me everything you see. I was horrified, aghast, when the veil was lifted. I had thought that I, one of few, could see the true face of the fiend. But when I discovered the truth... Mhm. So, nehmen wir mal die Kamera in die Hand. Außer Reichweite, ja, da ist wieder was zum Knipsen. They're actual in-the-flesh zombies. The infection is real. This is the... Wunderbar, naja, 10 von 86 Schnappschüssen, also da war ich etwas, naja, nachlässig, um es mal so zu sagen. Da habe ich echt nicht alles abgeknipst. So, finde ein Heilmittel für Linda. Oh, verdammt. Na, schön weiter essen, ich bin nicht da. Genau. Schön weiter futtern. Surprise. Da ist auch noch einer. Oder eine. Death from behind. Oh, was ist denn das? Zerstörbares Objekt. Oh, jetzt kommt von da hinten auch noch. Boah, da kommen noch zwei. Okay, also die rennen zwar schnell, halten aber zum Glück nichts aus. So. Ich denke mal, wir sollten hier durchgehen. Veredlungslabor. Okay. Oh, das... Aha. Gas hier. Ja, sieht wie Gas aus. Da sollten wir auch nicht reinlaufen. So. Das sollte machbar sein. Das ist noch so ein dappiger Spucker. Der sollte erstmal in die andere Richtung klotzen. So, wunderbar. Die bleibt stehen oder kommt jetzt auch? Nee, bleibt stehen. Gut. Erfordert Schlüsselkarte für das Labor. Okay. Nein, 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 nein. Ah, Zeit, unsere Schrotflinte zu testen. Ah. Da habe ich wieder nicht aufgepasst und war zu langsam im Waffenwechsel. Okay, nochmal von vorne. So, okay, also nochmal.
Die an der Tür kriegen wir. Der Spucker sollte mich jetzt noch nicht sehen, wenn möglich. So, oh verdammt. Ah, da hinten dieser Wissenschaftler da auf der Trage. Okay. Den hatte ich nicht gesehen. So, der ist aber auch Geschichte. Ist der nach vorne noch? So, Pistolenmuni. Es sind auch jede Menge explodierfähige Fässer. Werden wir bestimmt noch einsetzen müssen. Umgehe den gasverseuchten Bereich. Ja. Habe ich vor. Oh, verdammt. Ah, da unten ist auch wieder so ein Spucker. Oder mehrere. Verdammt, verdammt, verdammt. Ah, da drüben ist er. Damn. Okay, irgendwas ist im Weg, dass ich das nicht treffen kann. Verdammt. Okay. Ah, jetzt kriege ich auch sogar schon beides, weil ich so schlecht bin. Pistolenmuni und Schrotmuni. So, den exekutieren, dann den Wissenschaftler, der von hinten kommt. Genau, der wird einmal zersplittert. Naja, kommst du jetzt weiter oder nicht, oder was? Was hast du vor? Na gut. Dann eben so. In your face? Und hier, was war denn das hier für ein lustiger Bug jetzt noch? Okay. So. Jetzt heißt es aufpassen. Hm. Die Fässer waren aber auch schon mal besser. So, lieber gleich mal nachladen. So, aufpassen, hier links war jetzt ein Spucker vorhin. Das ist doch Krütze hier. Manche Fässer gehen, manche gehen nicht. Ah,
Ist doch nicht möglich. Ist doch nicht möglich. Was ist das auch mit den Fässern? Das check ich nicht ganz. Oder sind das gar keine Explodierfässer? Ach nee, das sind gar keine. Das sind nur Toxic-Fässer. Ah. Nun gut. Mit dieser Information sollte es dann auch besser gehen. Wenn ich mich nicht auf die Fässer verlasse. In diesem Sinne würde ich sagen, entschuldigt für diese Fail-Folge. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten dann trotzdem wieder mit dabei. Und ja, wir werden es dann in der nächsten Folge einfach gleich weiter probieren. Bis dahin, macht's gut.